2014 veröffentlichte Onur Mutlu, er ist heute Computerwissenschaftler an der ETH Zürich, mit Kollegen eine Forschungsarbeit, die für Aufsehen sorgte. Very simply, it's a security vulnerability in memory chips, in DRAM chips. These chips are employed in all of our computing systems. DRAM steht für Dynamic Random Access Memory. Dieser Speicherchip kann gelesen, gelöscht und neu beschrieben werden. Er wird in alle Computersysteme eingebaut und als Arbeitsspeicher verwendet. DRAM galt unter Hardware-Designern als sicher, weil jeder Speicherzelle ein isolierter Bereich im Chip zugeordnet wird. Eine Designentscheidung, die bislang vor Manipulation schützte. Aber die Chips wurden immer kleiner und der Raum für einzelne Speicherzeilen immer geringer. Damit wurde das Phänomen RowHammer möglich. Beschreiben lässt es sich folgendermaßen. Jemand rüttelt so lange an der Tür, bis das Schloss nachgibt und die Tür aufspringt. We found between 2012 and 2014, working together with Intel, wir fanden 2012, 2014 gemeinsam mit dem Chiphersteller Intel heraus, dass man diesen Chip manipulieren kann, indem man auf ihn einschlägt. Eine Speicherzelle kann mit Hilfe von Software dazu gebracht werden, von 0 auf 1 zu schalten. Dieser Bitflip tritt auf, wenn Sie sehr oft hintereinander auf eine bestimmte Speicherstelle zugreifen. Es wird nichts in den Speicher geschrieben noch ausgelesen und trotzdem verändern sich die Daten. Das sollte eigentlich nicht passieren. So some data to change, which is not supposed to happen. RowHammer ist ein Hardwarefehler, der nicht oft vorkommt, aber 80% der DRAM-Chips betrifft. We showed that this happens in more than 80% of the memory chips that are out there in the field today. So this is a big deal because vor allem wenn das Resultat lautet, Angreifer können damit Computersysteme übernehmen. Dass das Problem nicht nur am Papier, sondern auch real existiert, das bewies 2015 das Sicherheitsteam von Google Project Zero. We said in the paper that someone can write a program that could take over your system. Wir beschrieben in unserer Arbeit, dass man sich damit Zugriffsrechte besorgen kann und Zugang zu den Daten. Wir haben das zwar 2014 nicht demonstriert, aber ein Jahr später hat das Sicherheitsteam von Google Project Zero gezeigt, dass unsere Annahmen stimmen. Als 2015 das Google-Team dazu einen Blog-Eintrag veröffentlichte, kam Bewegung in die Szene. Sowohl unter den Wissenschaftlern als auch bei Unternehmern. Genauer gesagt bei drei Unternehmen, die sich untereinander rund 90% des weltweiten DRAM-Speichermarktes teilen. After we showed it, there was a lot of research in the security community. Es passierte einiges. Intel zum Beispiel bot eine recht gute Lösung für den Speichercontroller an, aber die DRAM-Hersteller wollten nichts implementieren, wofür sie Lizenzrechte zahlen hätten müssen, und entwickelten ihre eigene Version. Dann stellten sie sich hin und sagten, unsere Chips sind jetzt vor RowHammer-Attacken sicher. And they basically said, these chips are not vulnerable to RowHammer anymore. Die Speicherhersteller klebten auf ihre Chips das Etikett RowHammer Free und gingen im Wesentlichen zum Tagesgeschäft über, sagt Onur Mutlu. Was sie verändert und wie sie das Problem gelöst hatten, darüber erfuhr die Öffentlichkeit nichts. This is an approach to security that I call security by obscurity. Das ist ein Ansatz, den ich Sicherheit durch Verschleierung nenne. Generell ist das keine gute Idee. Mehr Sicherheit schafft man nur, wenn man die Dinge offen auf den Tisch legt, mit Transparenz. Die Industrie entschied sich anders. Sie versuchte, so viel wie möglich zu verstecken und unterschätzte dabei die Kreativität der Forscher. Das Resultat? Wir stehen wieder dort, wo wir anfangs waren. As a result, we're back to square one, that the problem is not solved at this point. Wissenschaftler haben in den letzten 8 Jahren immer wieder bewiesen, dass diese Störanfälligkeit im Speicherchip dafür ausgenutzt werden kann, um Server zu übernehmen, virtuelle Maschinen und mobile Geräte. Das Phänomen der überspringenden Bits tritt sowohl bei Computerprozessoren auf als auch Grafikprozessoren. In a sense, the research has progressed a lot over the course of 6 or 7 years. In den letzten Jahren hat die Forschung Fortschritte gemacht. Wir wissen jetzt, dass das Problem RowHammer heute ein anderes ist als noch vor 7, 8 Jahren. Es wird schlimmer. Die Angriffsmöglichkeiten nehmen zu und die Schutzmechanismen müssen weit mehr können als noch vor 5 Jahren. Aber das Problem sei nicht unlösbar, meint Onur Mutlu. 2020 veröffentlichte er mit seinem Kollegen Jeremie S. Kim weitere Artikel zu dem Thema. Die Autoren können bislang noch keine Erfolgsgeschichte erzählen. Vor kurzem überprüften sie die Speicherchips erneut und mussten feststellen, dass bislang von der Industrie wenig getan wurde, um das Sicherheitsloch zu stopfen. Die Schwachstelle im Speicherchip existiert weiterhin.
Ein Grund dafür mag die Ansicht sein, dass Sicherheit nicht als innovativ gilt. Ein anderer die Annahme, dass die Behebung von Fehlern einem Unternehmen weder Geld noch Aufmerksamkeit bringe, sondern nur Kosten verursache. I think that's one of the major reasons why we're in this situation right now. They don't want to change much because it's expensive. Some folks want to believe that the solutions are secure. Zu viele Menschen, so Onur Mutlu, möchten einfach daran glauben, dass ihr System sicher sei. Vielleicht wäre jetzt die Zeit reif, um diesen Denkfehler zumindest in der Industrie zu korrigieren. Im Bereich Computerarchitektur passieren derzeit spannende Weiterentwicklungen. Dieses Zeitfenster könnte man nutzen, um alte Sicherheitslücken zu schließen und neue zu vermeiden. Das wäre Fortschritt.